Die gute Osterbotschaft, die beste Nachricht, die diese Welt bekommen hat in der Geschichte, kommt von einem Friedhof. Weil Jesus Christus ist nicht hier, er ist auferstanden. Die erste Tatsache ist, dass Christus starb für deine Sünden. Er starb für deine Sünde, Schuld, für deine persönliche Sünden, die du gegen Gott getätigt hast und an deine Stelle als Gottes Sohn für Sünder. Denn auch Christus, da wir noch schwach waren nach der Zeit, ist für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um des Rechtes willen. Um etwas Gutes willen dürfte vielleicht jemand sterben. Darum preist Gott seine Liebe gegen uns, dass Christus für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. So werden wir je viel mehr durch ihn behalten werden vor dem Zorn, nachdem wir durch sein Blut gerecht worden sind. Denn so wie Gott versöhnt sind durch den Tod seines Sohns, da wir noch Feinde waren, vielmehr werden wir selig werden durch sein Leben, so wir nun versöhnt sind. Jesus Christus ist nicht wie alle andere große religiöse Führer der Welt noch immer im Grab. Niemand hat ein Gebein von ihm gefunden. Er ist auferstanden. Und kräftiglich erweiset ein Sohn Gottes nach dem Geist, der heiligt, seit der Zeit der Auferstanden ist von den Toten, nämlich Jesus Christus, unser Herr. Welcher ist um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Gerechtigkeit willen auferweckt? Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Jesus lebt und ist deswegen fähig, heute deine Sünden zu vergeben, deine Seele zu erlösen, dich Frieden mit Gott und ein ewiges Leben zu schenken. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Daher er auch selig machen kann, immer da, die durch ihn zu Gott kommen, und lebt immer da und bittet für sie. Hast du den lebendigen Sohn Gottes, den Herrn Jesus Christus, schon aufgenommen als dein persönlichen Heiland und Retter? Du sagst, wie dann? Denn so mit deinem Munde bekennst Jesus, dass er der Herr sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du selig. Denn so man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und so man mit dem Munde bekennt, so wird man selig. Du bist herzlich willkommen, uns zu kontaktieren. Für mehr Traktaten, die kannst du bestellen oder diese Video weiterleiten. Gottes Segen.